In der Abenddämmerung heute hier wieder am Nordmeer auf 220 Meter Tiefe und da gehen die super seltenen Brocken rein. Wow, Alter, was für ein Stream heute. Endlich die S-Mark Aalmutter abgehakt und auch meinen ersten kleinen Rochen gefangen. Also, es geht ein bisschen was auf 220 Meter. Und es ist einfach super spannend, was man dann aus der Tiefe rausholt. Das Schöne ist, bisher waren die alle noch in einigermaßen schöner Größe. Das heißt, kein wahnsinnig heftiger Drill auf dieser Tiefe. Das war bisher noch alles ganz gut. Und wir gucken auch mal gerade in den Kescher rein. Ich bin jetzt gerade noch mal hier hingefahren. Teste hier gerade wieder so ein bisschen. Also, Tiefenrotbarsch. Rotbarsch normal. Kleiner Rotbarsch. Aber eben dann hier auch wieder die S-Mark Aalmutter. Also, auch wieder reingegangen, das Dingen. Auch richtig schön. Zwischendurch natürlich immer mal ein paar komische Beifänge. Hier habe ich jetzt gerade noch ein bisschen rumgetestet mit verschiedenen Hakengrößen und bin jetzt nochmal wieder nach dem gefleckten Seewolf hier auf Seeringelwurm. Da bin ich jetzt gerade eben nochmal zurück auf deutlich kleinere Haken. Ich war gerade auf 6-0er Haken und bin jetzt gerade nochmal vom Setup runter auf 4-0er Haken und hoffe jetzt, dass dann hier noch mal ein bisschen was Schönes reingeht. 4-0er Haken muss doch eigentlich auch reichen. Was hier natürlich ein bisschen, tricky ist, man braucht schon auch Zeit. Also bis hier was anbeißt, das kann schon mal ein bisschen dauern. Man kann hier so ein bisschen rumspielen, immer so ein bisschen versuchen, Bewegungen in Grundnähe zu machen. Dann war auch zu hören schon im Livestream-Chat, ja, ich drehe einfach immer nur so hin und her und pendel so ein bisschen oder laufe hier so ein bisschen entlang. Und beim Langlaufen irgendwann ballert auch was rein. Manche lassen einfach nur baumeln. Kann man auch machen. Wer kann, der kann. Oder wie gesagt, hier einfach so ein bisschen Spiel machen mit der Montage. Immer so ein bisschen in Grundnähe. Zack, da geht der nächste rein. Ja. Und jetzt heißt es auch wieder warten. Und stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt so eine schöne Mittelklasse Konventionalrolle mit einer Einholgeschwindigkeit oder einer Übersetzung von 1 zu 4 oder sowas. Ja, dann kurbelt man das halbe Bootsticket über ein und aus und fängt vielleicht in der Zeit 3 Fische. Also schon wichtig hier. Am besten mit einer Stationärrolle, mit einer richtig schön hohen Übersetzung hier einkurbeln. Ich verwende jetzt gerade hier die Goliath, ist natürlich sahnemäßig, aber ich denke mal auch mit einer normalen Wenger oder sowas oder vielleicht Tagara kann man sich hier bestimmt noch ganz gut hinstellen und dann einfach locker einkurbeln. Selbst wenn man hier mit einem 60 Kilo Setup unterwegs ist, sollte das locker funktionieren. Auf Setup gehen wir gleich natürlich im Detail noch ein. Welche Montage, welche Köder und ähnliches. Und ihr seht also, man kommt schon mit der Zeit langsam hier Stück für Stück höher. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob man hier eine langsame Übersetzung hat oder eben so schnell kurbeln kann, wie jetzt hier gerade mit der Goliath. Ja, beim Einkurbeln werde ich jetzt bei dem, aber auch dann mit den nächsten Fischen einfach mal einen Break machen. So, und wenn der Fisch dann jetzt so langsam oben ankommt, dann können wir ja immer noch nachgucken. Der nächste Gefleckte, ja jetzt bin ich ja platt, die hatten wir vorhin gar nicht. Das ist ja ein Ding. Da würde ich jetzt dann allerdings doch eher auf die größeren Haken dann wieder zurückgehen. Wir gucken noch mal kurz rein. Machen wir mal eben aus. Ich bin hier an dieser extra tiefen Stelle am 215er. Alleine, wenn man hier ist, alleine eine Stunde lohnt sich schon nicht. Ich sag mal, so ein 3-Stunden-Ticket macht schon Sinn. Einfach für die Fahrzeit einmal hier quer rüber, das braucht schon ziemlich lange. Dann hier auch wirklich die Zeit komplett nutzen. Und man muss auch wirklich ein bisschen viel, also ein bisschen Zeit mitbringen, weil das einfach dauert, bis man hier die Fische rausgekurbelt hat, bis der Köder wieder abgesunken ist und so weiter. Ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter. Mal ein bisschen weiter da oben hin. So, wieder aus, zack. Und dann
ballern wir jetzt hier das Setup raus. Und währenddessen, so, einmal nochmal kurz straffen, damit die Schnur da nicht so rumspielt. Und dann schießt der Köder auch richtig schön, oder das Blei jetzt richtig schön nach unten mit den Ködern. So sieht das gesamte Setup aus. Ich habe hier die Poseidon 80050, also die mittlere Meeresrute mit dem großen Wurfgewicht bis 1,4 Kilo, also 1400 Gramm. Habe dementsprechend natürlich auch hier einen Blei gewählt mit einem Kilo, was halt richtig schön Gas geben kann und nach unten schießt. Das Ganze ist jetzt hier gerade aufgebaut, wie gesagt, auf der Goliath 145er Schnur. Könnte ich natürlich auch kleiner wählen, wie gerade schon gesagt, auf 60 soll das auch ganz gut funktionieren. Also komplett auf 60, vielleicht teste ich es gleich nochmal. Einfach mal das gesamte Setup auf 60 Kilo auslegen und dann vielleicht sogar hier mit Fluorocarbon-Vorfächern rangehen. Wäre vielleicht tatsächlich nochmal ein Test oder teste du doch auch mal und schreib es unten in die Kommentare, wäre auch mal was. Dann haben wir doch da ein bisschen Teamwork und dann wissen wir beide Bescheid, was denn besser läuft und ob da was läuft. Das Ganze hier jetzt gerade komplett auf Rot und da muss ich gerade nochmal nachschauen. Genau, der Latte, der hat heute hier ganz gut rausgezogen und den habe ich vorher nochmal angeschrieben, der meinte Alden, ja, komplett auf Rot vom Setup, also alles mit roten Leuchtmitteln sozusagen oder Lockmittel. Was man hier natürlich nochmal ändern könnte, auch mal diese Sticks, diese Fire Sticks vielleicht dran machen oder die Schläuche. Und ich habe einen Disconnect, das ist schlecht. Ei, 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 jetzt fahre ich natürlich wieder hier hin. Ein gutes hatte es. Ich messe gerade die Zeit, wie lange man hier braucht. 2.15 Uhr bin ich losgefahren. 4.15 Uhr haben wir und wir sind fast da. Also es braucht schon ziemlich lange Ingame-Zeit jetzt natürlich gerechnet, bis man dann an dem Spot ist. So, nochmal ein bisschen ausrichten, dass wir da auch richtig ankommen. Genau, wir waren beim Setup. Das gesamte Setup ist, wie gesagt, auch machbar hier ja mit 60 Kilo. Jetzt gerade hier mit Viererhaken, roten Lockmitteln und Seeringelwurm und Wattwurm. Ich hatte jetzt einiges auf dem Seeringelwurm. Ich glaube, ich tausche jetzt mal noch zweimal auf Watt und einmal auf Ringel. So, und dann fahren wir jetzt hier. Genau, da kommt jetzt schon auf dem Monitor die tiefe Stelle, das 215er, und wir fahren aber noch ein bisschen weiter und zwar schön ziemlich genau auf die 215, denn da kommt jetzt hier die noch mal tiefere Stelle, die geht runter bis auf 220. Ob das sein muss? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe hier angefangen, es hat funktioniert, erster Fisch heute hier, meine erste S-Mark. Und von daher, zack, raus damit, absinken lassen und wir sehen uns beim nächsten Fisch. Zack, und dann geht er rein. Na, hat jetzt ein bisschen gedauert. Also ich bin jetzt hier ein paar Mal ein bisschen hin und her, habe jetzt hier ein bisschen rumgepilgt, auch immer mal wieder leichtes Rumgezubbel. Und jetzt geht er rein. Und jetzt natürlich ganz wichtig, dass wir eben nicht Vollgas geben, Shift drücken. Und zusehen, dass wir so schnell wie möglich diesen winzigen kleinen Fisch aus 200 Meter Tiefe nach oben katapultieren. Nee, wir wollen ja den Haken schön im Gesicht lassen vom Fisch. Der soll ja schön drinnen bleiben und wir wollen ja den Fisch haben und nicht den Haken wieder oben haben. Von daher kontinuierlich schön langsam durchkurbeln, am besten nicht mit Schiff, damit er im Idealfall auch nicht ausschlitzt und dann haben wir ihn auch irgendwann. Ausschlitzen können sie natürlich immer noch. Klarer Fall, 200 Meter Entfernung, die wir jetzt gerade einkurbeln und die ganze Zeit der Fisch da gezogen wird, kann natürlich immer passieren. Aber wir wollen es natürlich ja, so gering halten, die Wahrscheinlichkeit wie möglich und von daher langsam kurbeln. So, und komm raus hier. Das ist doch der Hammer, der Grenadierfisch. Auch noch mit reingegangen hier. Also, das ist doch ganz cool. Der Glubschi. Es gehen hier tatsächlich die schönen, seltenen Brocken drauf. Nur ein kleiner Kandidat, aber immerhin. Also, direkt wieder raus damit. Aber es gehen auch zwischendurch absolut
langweilige Brocken rauf. Auf diese Köder. Von daher nicht entmutigen lassen. Ich hatte jetzt gerade eben zweimal, einmal einen Kalmar und einmal noch einen Steinköhler. Das ist natürlich etwas, was man nicht aus der Tiefe rauskurbeln will. Und dafür sind dann natürlich auch diese Köder viel zu teuer. Aber wenn man hier sowas Seltenes haben will, wie die Essmark, wie sowas hier, Grenadierfisch, wie die ganzen Rotbarsche, dann ist das hier durchaus eine Möglichkeit. Kohlemäßig, ja, auch ganz interessant. Meine letzte Essmark, die lag bei ungefähr 800, hat circa 180 Silber gebracht für so einen kleinen Fisch. Also da ist das natürlich schon mal gar nicht verkehrt. Heißt also, mit einer Essmark von 800 Gramm haben wir schon unsere gesamten Köder, 30 Köder sozusagen schon gekauft. Also es kommt natürlich ausreichend Silber bei rum. Aber es gibt mit Sicherheit auch noch Spots, die ein bisschen mehr liefern. Und ja, hier auch sowas passiert natürlich im Absinken lassen. Ballert natürlich auch mal zwischendurch was rein. Aber wenn ihr hier am Nordmeer seid und passendes Setup habt, dann wisst ihr sowas ja. Ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen umbauen. Werde das gleich nochmal testen hier auf Fluorocarbon. Ich gehe gleich einfach auf 60 Kilo und nehme hier 55 Kilo Fluorocarbon als Vorfächer. Baue das Ganze gleich nochmal richtig fein und klein um. Und dann werde ich das hier weiter testen. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was Selteneres oder ein bisschen was Größeres Seltenes rein. Oder vielleicht sogar noch eine Trophy. Ja, so viel zu dem Spot. Ich hoffe, es hilft. Wenn es geholfen hat, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.